Wir sind wieder einmal zu einem neuen Thema. Thema ist eigentlich ganz einfach, und zwar jeder kennt die NEOZ und die DIAZ-Sicherungen. Und die meisten Elektriker wissen ja sogar, wie so eine Sicherung funktioniert. Also ganz einfach gesagt, wir haben zwei Kontakte, vorne und hinten. Dort rein befindet sich ein Draht, und ab einer gewissen Stromstärke schmilzt der Draht einfach durch. Und in der Kammer rein ist zusätzlich nur Sand, das ist ein Quarzsand zum Löschen von der Funkenstrecke. Und ich habe jetzt eine ganz andere Sicherungstype, die kennen sicherlich viele nicht. Und zwar, das ist von einem Touristersatz, ist das die Sicherung, und da sehen wir, die ist der Kennmelder, der hat ausgelöst. Da sind wieder die zwei Platten, mit den Nabenschrauben werden die verschraubt. In der Gewichtersatz befinden sich insgesamt, je nach Type des Gewichtersatzes, zwischen 3 bis 6 Stück. Der ist jetzt aus der Seilbahn raus, da sind 6 Stück verbaut. Und mich hat es einfach interessiert, was passiert da drinnen, wenn einmal eine kaputt ist. Also wie schaut das wirklich innen drin aus? Darum haben wir mal jetzt einmal einen auseinandergeschraubt, und dann schauen wir uns jetzt einmal kurz an. So, wie gesagt, so schaut die Sicherung aus. Da sind die Anschlüsse. Das ist der Kennmelder, und da kann man noch einen Kontakt aufschrauben für den Kennmelder. Die haben jetzt einmal da schon die Schrauben vom oberen Deckel aufgeschraubt, und jetzt entfernen wir einmal den. So, da sehen wir, da sind in dem Fall keine Drähte drin, so wie man es bei den Sicherungen kennt, sondern da sind richtige Platten, also ganz hauchdünne Platten, 4 Stück sind es insgesamt, und die sind durchgebrennt. Wenn wir da jetzt schauen, da sieht man den Quarzsand, und der ist richtig hart geworden. Also normalerweise ist das ein loser Sand, der ist gar nicht so fest gepresst. Wenn man eine neue Sicherung aufmacht, auf der bröselt der richtig, dann kann man ausleeren. Und in dem Fall ist der jetzt richtig steinhart, wenn wir sehen. Da sehen wir auch wieder die Platten, 1, 2, 3, 4. Der ist richtig hart. Und das ist ganz einfach aus dem Grund, weil beim Kurzschlussfall da extrem hohe Ströme fließen. Die müssen den Sand eigentlich zum Schmelzen bringen, und darum verklumpt er da rein so. Weil wenn wir jetzt da mal schauen, vielleicht könnt ihr es lesen. Gucken wir es einmal genauer rein. Der ist jetzt von 660 bis 700 Volt, AC 900 Ampere, auf linke. Also 900 Ampere. Ist die Absicherung, und da sehen wir das Zeichen einmal für die Diode. Was sehen wir da unten? Da sehen wir die Temperatur, 135 Grad Celsius ist ausgelegt. Also da fließen wirklich extreme Ströme in einem Kurzschlussfall, weil da sind ja nicht die 900 Ampere, was drüber fließen, sondern es sind ein paar 1000 Ampere, was da drüber fließen, und drum verbrennt oder verklumpt oder dort rein der Sand. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Und vielleicht finde ich wieder einmal was Interessantes und zeige euch wieder einmal etwas anderes. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao!